Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs. Ja, wie gerade schon gehört, müssen wir jetzt Ray Kenny finden. Und der soll uns bei dem Entschlüsseln der Daten helfen. Und da er nun ein bekannter Whistleblower ist, glaube ich, ist das gar nicht so schwer. Hallo Partner, ich habe gerade mit Nikki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Damien klang natürlich. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Wenn es mal so einfach wäre. Ich habe da eine ganz, ganz böse Befürchtung. Aber darüber möchte ich mich jetzt noch nicht äußern. Er spielt auf jeden Fall ein Spiel, das mir nicht so ganz gefällt. Und das ist natürlich Käse. Dann, ups, dann denkt man Damien. Damien, sag ich schon. Da denkt man, man hat jetzt die Lösung und kann Damien das geben, was er haben möchte. Und dann sagt er sowas so, ja, Geheimnisse, Erpressermaterialien, brauche ich alles, bla bla, Schwätz, Gesülz. Ja. Und schon haben wir mehr Probleme, als wir wollten. Das ist doch Käse. Ja, wir haben ein Verbrechen erkannt, könnten da jetzt hin, aber die Story geht hier nun mal vor. Schließlich will ich ja auch wissen, wie es weitergeht, verdammt. Aber wir müssen halt um 50 Millionen Ecken fahren, weil das wieder kilometerweit entfernt ist. So 2,3 Kilometer bis zum nächsten Ziel. Und dann natürlich auch im schnellsten Wagen ever. Okay, ich muss zugeben, es ist immerhin kein Eiswagen oder kein Übertragungswagen. Denn das sind ja nun wirklich die allerlangsamsten Autos ever. Das geht noch, das ist noch okay. Aber so richtig schnell ist das ja nun auch nicht. Ich könnte mir einen schnelleren Wagen holen, aber dann müsste ich ja aussteigen und... Ach nee, das hat ja alles was mit Aufwand zu tun. Also fahren wir unsere 2,3 Kilometer jetzt einfach mal so weiter. Schön durch den Parker Square. Ist vielleicht noch bekannt vom letzten Mal, als wir die Polizei abhängen mussten. Da sind wir, glaube ich, auch durchgefahren, wenn ich mich nicht irre. Muss man jetzt nicht wieder erkennen. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber eventuell hat der ein oder andere schon mal gesagt, Mensch, sind wir da nicht schon mal durchgefahren? Ja, sind wir. So. Okay. Wo ist unser Ziel? Wo müssen wir hin? Ein paar Meter haben wir, glaube ich, noch. Mittlerweile dürften wir aber schon unter 2 Kilometer sein, wenn ich mich nicht irre. Ich könnte auch einfach mal vernünftig fahren. Also so vernünftig, dass ich einfach bei den Ampeln nur nicht halte. Ah, 1,4 Kilometer. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, bitte zu Hause nicht nachmachen, so fährt man nicht Auto.
Das ist also ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, auch eine ganz schlechte Möglichkeit, Autofahren zu üben in so einem Open-World-Ding. Kann ich also nicht empfehlen. Immer noch nicht. Macht aber trotzdem beim Zocken Spaß. So. Okay, wir sind jetzt noch ganze 900 Meter von unserem Ziel entfernt. Ich bin mal sehr gespannt, was Aiden überhaupt vorhat und wie Damien uns in die Suppe spucken will. Also das würde mich mal sehr interessieren, was da jetzt kommt. Ist immer gut, wenn man den Hauptcharakter spielt, man weiß selber nicht, auf was der eigentlich hinaus will. Also worauf er entwickelt hinaus will, ist klar, er will seine Schwester, ja, klar, befreien, aber so? Ja, schauen wir mal. Noch einmal kurz um die Ecke, um die Insel rum. Und dann, ach hier, Pawnee nicht verbunden, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo wieder das CTOS hacken, damit wir uns wieder hier irgendwo rein verbinden können. Also wahrscheinlich wieder so eine 0815 Aufgabe wie dring da ein, hack dich in CTOS, Blaschwätz und ja. Mit bisschen Glück hilft uns ja Raymond oder er wird per Zufall einfach mal eben so nebenbei erschossen. So ganz per Zufall, weil er uns ja nicht helfen darf. Was weiß ich. Ich bin auf jeden Fall sehr erinnern. Okay. Ich glaube, das will ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, sich an so ein paar Sachen zu erinnern. Gerade jetzt. Naja, Vögel zwitschern, das Wetter ist hübsch. Ein riesengroßer QR-Code ist auf die oben aufs Dach drauf gepinselt. Warum auch immer. Fahren wir doch erstmal zu unserem Ziel. Hier sind wir vor Ewigkeiten nicht mehr gewesen. Irgendwann zu Anfang der Story, glaube ich. Irgendwann mal. Ah, ich sehe schon wieder so ein rotes Gebiet. Das heißt also, entweder schleichen oder ballern. Und da das mit dem Schleichen ja nicht unsere Stärke ist und auch nicht die Stärke des Spiels, weiß ich ganz genau, was jetzt kommt. Oh. Okay, hier parken Autos. Parking, ah. Ja, hob man nicht so. So. Dann gucken wir doch mal. Hopp. Hier ist so ein Grillplatz. Ist ja cool gemacht irgendwie. Dann weiß ich wenigstens, dass ich hier nicht schießen brauche, weil hier sind überall Menschen. Ich rück hier niemandem auf den Pelz. Bleib mal ruhig. Okay, ich könnte auch das Auto nehmen und weiterfahren. Ist das sinnvoll? Nö, ich kann auch schwimmen gehen. Das Wasser ist so hübsch. Kaplatsch. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Pony-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Ich wusste es. Natürlich müssen wir das Kontrollzentrum hacken. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, hier sind... Okay. Kann ich denn da nicht irgendwie hoch? Einfach so dran vorbeigehen? Sie betreten Sperrgebiet. Alter! Ja, er schießt mich. Sie sind ersoffen. Meh. That was so clear. Das war so klar. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich hacke das Pony-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Okay, wo müssen wir dafür hin?
Kein Schimmer, das ist schon mal geil. Wahrscheinlich hier rein. Ja, wo laufen die denn hier rum? Dum, 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 dum. Oh, hier gibt's Kameras. Laden Sie den Zugangscode herunter. Haben wir gemacht. So. Wie komme ich denn da hinten hin? Oh, hier, der Typ hat eine Kamera. Sehr praktisch. Natürlich, wenn ich hier hinten sprenge, habe ich gar nichts. Ey, lauf nicht weg! Ey, ausgerechnet hier hinten ist keine Kamera. Oh, machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Da muss ich mal ein bisschen bewegen. Käse. Da hinten ist eine Kamera. Da komme ich aber nur bis dahin. So, abgelunken. Ach, ich muss da hoch. Das ist doch Müll. Au. Oh. Alter. Das sind so viele, ne? Kann ich hier nicht außen rum? Komm her. Haha. So, Bitches. Oh nein, es ist nicht tief genug. Komme ich hier wieder hoch? Nahbereichsvernetzung? Nein. Oh, jetzt sag nicht, hier gibt es keinen Punkt, wo man aussteigen kann. Muss es. Doch, da hinten ist eine Brücke, das muss gehen. Genau, und da hinten sind sie alle auf einem Haufen. Okay, das ist keine Brücke. Wieso komme ich hier nicht raus? Ich muss doch hier rauskommen, das muss doch gehen. Nee? Alter. Hier ist eine Höhle, die keine ist. Und komm raus hier. Gibt's auch gar nicht. Toll, jetzt bin ich einmal drum rumgeschwommen, um an der Stelle wieder rauszukommen, wo ich angefangen habe. Halt, da ist eine Kamera. Das ist die Kamera. Oh. Oh nein, jetzt geht doch bitte mal dahin, wo ich sprengen kann. Ich habe echt Besseres zu tun. Ist so. Wer war das, verdammt? Nur so ein Druckventil. Das habe ich mir irgendwie effektiver vorgestellt.
Haha. So, Bitches. Was müssen wir denn machen? So. Und von hier nochmal runter. Das heißt also, so. Klack. 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 Jetzt von hier nochmal. Klack. Hab ich dich. So. Kamera. Entriegeln. Gotcha. Gebiet verlassen. Ha ha ha. Tada. So. Haben wir es freigeschaltet. Okay, das ist das Signal von Kenny. Nun zurück zu dir, Kenny. Jetzt schwimmen wir wieder einmal drumrum. Obwohl, ich könnte ja auch erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Da hinten hin. Oh. Komm, wir schwimmen jetzt 350 Meter. In weniger als 5 Minuten oder so. Ich darf mich bloß nicht von einem Boot erwischen lassen. Aber Aiden Pierce ist ja ein gestählter Schwimmer. Ja, es ist schon nicht schlecht so. Muss ich ja sagen. 290 Meter. Hm. Fast realistisch. Wenn jetzt kein Boot kommt, lebe ich sogar noch. Oh, da hinten ist ein Steg. Wahrscheinlich komme ich gleich wieder ins Sperrgebiet oder so. Ich könnte auch da hinten hin schon. Ah, das ist aber nur eine Insel. Das hilft mir überhaupt gar nicht. Obwohl. Na, wer weiß. Gucken wir mal. So. Einmal an Land, wa? Schön im Dunkeln geschwommen, von niemandem gesehen. Das läuft. Der einzig große Nachteil, ich habe kein Auto. Nee. Oh, und jetzt hier schön mit Anlauf ab ins Wasser. Oh, das hätte auch klappen können. Naja. Nicht ganz so spektakulär, wie ich es mir gedacht habe. Nicht wie damals aus der Axt-Werbung, wo dann ein Typ so die Klippen runtergejumpt ist. Naja, dann eben so. Tada! Und da hinten ist auch schon die nächste Mission. Hoffnung ist ein Trauerspiel. In 60 Metern. Ja, wenigstens ist der Mantel nass. Das ist ja immerhin schon mal ein bisschen was wert. So. Na dann, Mission starten. Limonade und Apfel. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von mir. Und meine schlimmsten. Hacken Sie die Computer des Yachthafens. Ah, ja. Okay. Wahrscheinlich der einzige Computer, der hier überhaupt existiert. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Einmal habe ich die Haustür nicht verschlossen. Lily Stein, die passionierte Computerspielerin, jawohl. Hopp.
Muss ich dafür jetzt echt da rein? Aha, ich wollte schon sagen. Einbruch entdeckt, na super. Hinweis im Manager gesendet. Na toll. Das war schlampig, Piers. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Ja, stimmt. Irgendjemand muss ihn jetzt empfangen haben. Piers, du bist ein Esel. Und da zieht sich Akupunktur. Aha. Da, Hacken. Hacken finde ich gut. Besucht Aerophobiekurs. Luft. Luft vor Angst. Angst vor Luft. Alter! Was für krasse und da. Boah, Alter! Boah! Nimmt am Armdrücken teil. Kauft häufig Fleckentferner. Jawohl. Da hinten. Was ist das? Hast du Mundgeruch? Kein Passwort, sondern andere Angestellten suchen. Okay. Ah, der hat irgendwas von Blumen gelabert. Sammelt Spieleautomaten. Was es nicht alles gibt. Pfitzenbonbon. Pfitzenbonbon. So, Geld. Nur mit der Ruhe. Das ist dieser Rächer. Das muss ich meinen Freunden erzählen. What the heck? Eine Pferdereitmaschine. Ja. So. Hacken, hacken, hacken. Nutzt eine Reiseführer-App. Da ist einer. Trainiert für Olympische Spiele. So, was hast du? Ah. Genau, geben Sie das erneute Passwort ein. Alles klar, kein Thema. Ach, Piers, du bist eine Nulpe. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er in Porn ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. Infiltrieren Sie den CTOS-Turm. Jawohl. Und der ist wo? Da oben. Denn es ist ein Turm. Kriege ich hier irgendwo ein Auto? Oh ja. Na dann. Auf zum Dürmse. Ups. Weg aus der kleinen, Kleinstadt Ödnis, in der alles so friedlich scheint, wo man nichts angeln kann. Und hinein zum CTOS-Turm. Oh. Okay.
Satellitenschüssel. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Strom gibt es auch noch. Kenny hat es hier sicher benutzt. Na dann, gucken wir mal über die Kameras. Entriegeln! Aktivieren Sie die Station, um auf die Daten zuzugreifen. Boah. Dann gucken wir doch mal. Offensichtlich andere Seite. Komm ich dafür mit der Kamera hin? There goes the way. Das heißt, ich muss sie zu denen auch nochmal entriegeln. Okay. Wenn ich wüsste, wo ich dafür dahin gehen muss. Hier geht es ja nur nach unten, ne? Oh, das macht überhaupt nichts. Denn hier ist auch zu. Nee. Klack. Ah, da. Entriegeln. Da. Entriegeln. Klack. Ich wollte aber eigentlich das da entriegeln. Wieso komme ich denn automatisch hier hin? Was auch immer. Das heißt, ich müsste jetzt hier... Also ich habe jetzt irgendwas entriegelt, ich weiß aber nicht was. Schlau. Dann machen wir das nochmal. So, das geht hier durch. Wenn ich auf den Riegel gehe, lande ich woanders. Okay, habe ich verstanden. Achso, dann komme ich hier raus. Das ist, glaube ich, das, wo ich da hinten stehe, ne? Irgendwie so komisch. Hier ist jetzt offen. Ja, das hilft mir aber genau wie weit? Nicht so wirklich. Es sei denn, es gibt jetzt irgendwo noch einen Gang, wo ich auch nochmal runtergehen kann. Wie zum Beispiel auf der anderen Seite, den ich eben gerade nicht gesehen habe, oder wie das war. Das ist ja unübersichtlich. Da steigt ja kein Mensch dran lang. Ah doch, also hier unten, da muss es aber doch irgendwo auch wieder nach oben gehen, oder nicht? Oh, ein Lift. Gar nicht so bescheuert, aber dafür muss ich auf die andere Seite. Gibt's denn hier noch eine Möglichkeit, auf die andere Seite zu gehen? Tralalalala.
Aha. Schönen guten Tag, das ist eine Schlucht. Das ist wirklich eine alte Kontrollstation. Antenne? Wow! Oh! Wieso sagt man mir das denn nicht gleich, dass das so funktioniert? Dann wäre es ja zu einfach. Mhm. Habe ich verstanden. Das heißt, so auf die andere Seite. Hier ist noch zu. Warum? Weil es da oben weitergeht. Komme ich irgendwie von hier nach da oben weiter oder so? Da, entriegeln. Aha. Dann kann ich die Antenne auch wieder zurückdrehen. Wow, dass sich mal eben so ganz locker ein paar Antennen drin. Das interessiert keinen Sau. Super interessant. Klack. Klettern. Wollte ich hier überhaupt hin? Naja, ich sollte den Laden ja infiltrieren. Also von daher, so schlecht kann das nicht gewesen sein. Sehe ich jetzt von jetzt irgendwo die Antenne, damit ich wieder drehen kann? Da. Klack. Sehr schön. Klack. Wunderbar. Ich freue mich. Und nun bin ich auf der anderen Seite. Hoffe ich jetzt einfach mal. War? Hast du was? Kannst du was? Was bringt mir das, wenn ich das jetzt sprenge? Er weiß, wozu ich das noch brauche. Wahrscheinlich gibt es gleich einen Alarm oder so. Ha! Abgefangenes Audiolog. Okay. Ich stecke mitten im feuchtesten Traum jedes Verschwörungstheoretikers. Okay. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich lieber wäre. Ich finde das großartig. Mein neuer Auftrag verschafft dir Zugang zu Rushmore's Kopf. Hey, es gibt einen neuen Deal und wir haben die nötigen Mittel. Ich weiß nicht, wer dafür bezahlt, aber jetzt knüpfen wir uns den Bürgermeister persönlich. Krass. Okay. So, ich habe jetzt trotzdem immer noch irgendwas, was ich in der Nähe von 50 Meter benutzen muss. Hä? Habe ich das jetzt nicht alles gemacht? Ja, tut man nicht so, als wäre es anstrengend. So, was ist denn hier in der Nähe von 30 Metern?
Na nun. Kamera? Kamera. Antenne. Ja, das war eine ganz bescheidene Idee. Die Frage ist, was hat mir das gebracht? Weil hier unten bin ich doch jetzt gewesen, oder nicht? Ach, hackbarer CTOS-Turm. Ah, ich verstehe. Ja, da komme ich doch gerade her. Da bin ich doch schon gewesen. Ach, man muss da hinten wahrscheinlich... Oh, wie aufwendig. Den ganzen Weg nochmal. Und in Ermangelung einer guten Idee... So, geht es hier lang. Das haben wir gemacht. Hier geht's hoch. Den haben wir entriegelt. Die Kamera kenne ich schon. Hallo? Antenne. So, genau. Und von hier oben komme ich ja nicht viel weiter, weil dafür gibt es ja den LEFT-Lift. Genau, und dann kann ich mich hier runter. Lift. Und jetzt von hier aus den Rest zu hacken, weil hinten könnt ihr auch sprengen. Zugegeben, das war jetzt nicht meine beste Idee. Aber eine Möglichkeit zum Entriegeln. Es war klar. Aber habe ich jetzt hier auch entriegelt? Ja!
Aha! Wow! Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar, Pawnees liebstes Wasserbad. Vielleicht das Einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Suchen Sie in Jeds Bar nach Kennedy. Läuft. So, dann haben wir das Ding gehackt, nach einem kleinen etwas größeren Aufwand als gedacht. Und dann machen wir uns jetzt auf zu Jedediah. Doch das machen wir erst nächstes Mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hatte tatsächlich Spaß, auch wenn es ein bisschen knobelig war. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf. Lasst mir was in den Kommentaren. Macht ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und immer über die neuesten Videos informiert sein wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es so wäre. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das war Watch Dogs. Ich bin Le Chris und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn dann. Chosen.